Da bin ich wieder. Ich habe jetzt so hardcore reingegrindet, dass ich lächerliche 15 Versuche habe. Mal gucken, ob es klappt. Okay. Schon sind es noch 14 Versuche. Enemy Design. Okay. Ihr merkt vielleicht, dass ich schon gar keine Lust mehr habe. Ich kann mir auch nicht erklären, warum. Das Spiel ist einfach zu gut für mich. Und ich bin zu schlecht für das Spiel. Ich habe ein Leben für Tails gebraucht. Oder vergeudet, würde ich sagen. Thank you.
Goddammit. Jetzt kommt, glaube ich, Rouge. Kein Leben verbraucht hierfür, sehr gut. Oh, Rouge is going to drain all of my liquid. Was hat mir gerade Damage gemacht? Alles macht mir Damage. Self-Repair Program, aha. Nee, erst den Dude kaputt machen. So, und hier habe ich bis jetzt nur versagt. Diese Time-Dinger haben eine absolut beschissene Hitbox. Aber die Blubberblasen ja auch. Alles in dem Spiel hat eine beschissene Hitbox. Das überhaupt aktivieren? Keine Ahnung. Neuer Versuch. Ich gucke erstmal, ob ich da überhaupt nehmen muss. Ich gar nicht, okay. Die Kacke ist auch, er hält sich halt nicht gerade. Man muss ständig mit ihm runtergehen. Und das, ja, das kommt mir langsamer vor. Accessible, this is not. Was muss ich hier noch mal machen? Ach so, hier ist ein Schalter. Yes, very, very useful, thanks. Der wird mir doch in den Anus schießen, oder?
Oh, durchatmen. Sauerstoff in die Lunge, damit der irgendwie im Gehirn ankommt. Campe die Bubbles hier einfach. So, in der Mitte ist ein Zeitding. Warum brauche ich Zeit, damit ich da durchkomme? Nee, doch. Oder? Ja. Korrekt. So, jetzt warte ich auf die nächste Blubberblase und dann muss ich rechts lang. Ich dachte, diese Kisten blocken einen davon, dass man zurückgepusht wird. Nee. Sind nur aus Spaß da, aus Deko-Gründen. Aber eine Sache habe ich schon mal gelernt, ich muss nicht nach unten. Ich kann einfach meinen Kopf da oben gegen machen. Aber ich komme da halt auch nicht ran. Weil ich halt Speedrun-mäßig perfekt sein muss. Mit einem Charakter, der nicht auf Schnelligkeit ausgelegt ist, so wie Sonic. Ist das ein soziales Experiment? Man hat dafür keine Zeit. Muss ich hier irgendwas anderes machen? Nee, hier ist nichts. Man muss es zeitlich perfekt machen. Give me the air. So, andere Idee. Ich nehme Anlauf. Ich weiß, jetzt wird's kindisch. Oh. Ah, noch mehr Hindernisse, sehr gut. Durchatmen, aber ich habe schon die Ertrinkenmusik gehört. Ich habe also nicht viel Zeit, um zu dir blablabla. Ist das der Schalter, den ich brauche? Ist jetzt Ende? Jetzt kommt Sonic. Und ich habe immer noch 14 Leben. Ich bin der beste Videogamer. Ich bin die Last Chip. Digga. Fuck am I looking at? Die Level werden von den Texturen her auch immer hyperaktiver, ey. Fall einfach! Ach, da muss ich gar nicht runter. Ja gut, kann ich halt nicht wissen. Bei der Kamera. So, what's the plan? Der Tutorial Man wird mir das bestimmt sagen. Yeah, but what's the plan? Where the fuck do I have to go? Not this way. Das war die Lösung. Okay, warte. Ich muss das verarbeiten. Da ist eine verschlossene Tür.
für die man alle Gegner töten muss. Der letzte von den drei Gegnern ist aber direkt über dem Tod, wo man einfach in den Tod stürzt. Und wenn man es dann geschafft hat, sieht man es aber nicht, weil die Tür ist ja hinter einem. Und die Kamera gibt ja gar keinen Fick. Meine Augen kommen hier gar nicht hinterher. Ach, da sind Laser. Ja gut. Zwölf Leben habe ich noch, um den Bullshit rauszufinden. Kamera. Kamera. Kommen natürlich ganz neue Mechaniken, die richtig merkwürdig sind. Nee, da. Wo? Hallo. Wo durch? Hier durch? Hä? Electrical Disturbance. Hier sind jetzt irgendwelche Schlangenmünder, durch die ich durchrutsche? Sind wir doch auf der Raumstation? Wird mein Input hier noch benötigt, oder? Nee, okay. First Mission cleared. Vielleicht belohnt uns das Spiel ja jetzt mit Story. Abandoned Lab. Wir haben noch 20 Minuten. Das interessanteste Plot-Element. Wow, danke. So, und Shadow hilft überhaupt nicht, oder wie? We need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing.
Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, huh? I beg of you, please do it for me. Maria! For all people who live on that planet, give them a chance to be happy. Let them live with their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Okay. Sayonara. Shadow, the hedgehog. I promised her. I must keep that promise. That's Shadow? What you really wished for. I've gotta go now. I have to keep my promise to Maria and you. Okay, gut. Ah, der pulsierende Hauptcomputer. Oh, jetzt wird's hier aber richtig Machine for Pigs, oder wie? Aha. Probably designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. A child's shadow burned into the brickwork. Sind ja doch nice Plot-Elemente und interessantes Level-Design. Grateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. All of you, you grateful humans who took everything away from me. Das Ding ist, könnte wichtig. This be the prototype of the ultimate life form that was supposed to be encapsulated? Mhm. Leave this one to me. Shadow, what are you doing? The Bio Lizard, the prototype of the ultimate life form. Die ganze Zeit hieß es, Shadow ist the ultimate life form. Und jetzt haben wir dieses Ding, was der Prototyp zu Shadow ist. Aber muss man sich mal überlegen, dieser Gerald Robotnik dachte sich so, oh, ich muss die ultimative Lebensform kreieren. Warum auch immer. Ich bin fertig. Es ist ein riesiger Bio-Lizard. Und dann dachte er sich so, oh nee, irgendwie, ich muss es nochmal so ein bisschen tweaken. Bupp, kommt ein schwarzer Hedgehog bei raus, ein schwarzer Igel. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber wenigstens sah der Tempel cool aus. Dachte schon, ich wäre instant gestorben, weil ich Wasser berührt habe. Hallo? Ja, kann man machen. Crouch macht nichts. Mhm. Ist das ein Weak Point da, der so leuchtet? Ich bin tot. 10 Leben habe ich noch, aber jetzt wäre es ja, glaube ich, egal, wenn ich zum Hauptmenü zurückgeworfen werde. Hoffe ich. Dieses Wesen ist also invincible. Aha. Ich wurde weggespült. In dem Kloakenwasser. Okay, cool. Mhm. Ich verstehe auch nicht, warum man in diesem Spiel nicht mal irgendwie mit einem Ring spawnt. Man muss immer sofort richtig autistisch. Oh, ich muss den ersten Ring suchen, bevor ich hier instant umgebracht werde. Oh. Und dann kann man sich erst Sorgen um den Boss machen. Jetzt habe ich wieder keinen. Jetzt muss ich wieder einen einsammeln. Nope. Tot. Nee, was? Jetzt habe ich Ringe.
Jetzt. So, also wie gesagt, ne, dieses Ding ist invincible. Und er ist nur der Prototype. Und ich bin aber die richtige ultimative Lebensform. Warum bin ich nicht unbesiegbar? Wo sind hier Ringe? Okay. Darf ich an dir grinden? Nein. Ich würde gerne in den Himmel aufsteigen. Ich glaube nicht, dass Sonic mir dabei helfen wird. Also das Spiel, nicht der Charakter. Bonk. Der Lizard macht Gepardengeräusche. Kennt man. Man hat in den Spielen keinen Spielraum. Ah, er kann seinen Kopf dann auch noch drehen, okay. Muss ich jetzt hier aushalten, während er das macht, oder? Okay. Noch 18 Mal muss ich das machen. Cool. Ja, drop mich direkt ins Wasser, warum nicht? Dann sind Leute der Meinung, Dark Souls brauchen einfach einen Schwierigkeitsgrad. Hm. Damage machen. Jetzt blockt er da die Ringe. Und die Kamera ist auch immer genau von den Ringen weggedreht. Mann ey, was für eine ultimative Lebensform, die sich einfach nur im Kreis dreht. Oh, hat er mich angefickt hier? Nee. Oh, gib mir Ring. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich ausweichen soll. Oh, dreimal getroffen. Hat er jetzt. Holt er jetzt ein Schwert raus? Macht er zweimal auf dem Boden, okay. Darf ich den Ring bitte einsammeln? Jetzt macht er irgendwas, wo ich schnell ausweichen muss. Digga, was? Muss ich jetzt warten, bis er alle Dinger verschossen hat, oder wie?
Ach so, die muss ich benutzen, um zu bouncen. Aber jetzt habe ich beim Bouncen Damage bekommen, weil... auf seinem Metallrücken zu landen, macht mir Damage. Ja, und wenn ich den Angriff verfehle, dann kriege ich Damage, weil ich kann dann nicht nochmal so einen Air-Dingsbums-Dash machen. Ich glaube, Bio ist lateinisch für Leben. Er ist also der Lebens-Lizard. Okay, ja, nee, ich weiß auch nicht, was passiert. Es ist einfach random, wie er schießt. Was wird hier von mir erwartet? Ich weiß es nicht. I don't fucking know. Wo ist hier jetzt ein Ring? Hier ist kein Ring. Digga. You can't attack when you get blown upwards. Attack when you land.
Ich weiß nicht, was hier der Plan ist. Das jetzt noch zweimal machen. Digga, was ist das? Kann in der Luft einfach getroffen werden. Ne, hab ich nicht richtig gemacht. Oh!
wie ist hier der Rhythmus? Ja, zu früh gemacht. Und diese Homing-Scheiße. Er könnte ja so nett sein und einfach seine Regenrinne zeigen, aber nee. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder zu diesem Homing-Scheiß kommen, oder wie? Damit ich dann einmal Damage machen darf. Ah, richtig geil hier, richtig geil. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt sterbe, dass er mich so weit zurückbootet, dass ich das ganze Level davor nochmal machen muss. Weil dann hätte ich halt wirklich einen guten Grund, um zu sagen, Let's Play vorbei. Bloß nicht zu schnell sein in einem Sonic-Level, das ist schlau, nicht schlau. Select a store. I'm Shadow the Hedgehog, the one and only ultimate life form. Komplette Lüge. I was able to remember Maria's wish. When I finally realized it, the Ultimate Life prototype tried to stop me. I'll take care of this, Sonic. You go try to stop the power of the Chaos Emeralds. Hunt!
Das Wasser drückt mich in ihn rein. Er drückt mich wieder nach außen. Und währenddessen schießt er mit unvorhersehbaren Dingern auf mich, die eine doppelt so große Hitbox haben, wie sie aussehen. Ich dachte, Kanan Lynch 2 wäre ein schlechtes Spiel.
Spring. Im Spring. Da hätte ich offensichtlich springen müssen. I don't fucking know what's happening. Sonic Adventure 2 is really a much more streamlined game than Adventure 1. You've got Sonic and Shadow with their high-speed action, Tails and Eggman with their lock-on shooter stages, and lastly, Knuckles and Rouge with their treasure hunting. I especially like the latter half of the game where the hero side and dark side converge. And the characters team up for that final stage. Ja, das war bis jetzt echt das beste Level. I think that especially in that latter half,
It has a really dramatic story. Back in Adventure 1, there were all sorts of things I wished I could have done.